Hallo und willkommen zurück zur Barren Sea. Und wie gesagt, wir wollen jetzt noch den Hafen mit euch entdecken hier. Ich habe jetzt soweit hier unten mal alles aufgedeckt, was noch zugedeckt war. Und ich denke mir, wenn wir jetzt hier den Hafen entdecken, sollt ihr wieder mit dabei sein. Wir können mal schön in die Innenperspektive fahren, damit er noch mal ein bisschen schaukelt. Und ja, dann werden wir die jetzt hier noch freischalten, den neuen Hafen, damit ihr gar nichts verpasst. Und dann ist auch schon Zeit, die Leinen reinzuholen. Dann können wir mal gucken, ob wir langsam einen Auftrag... Oh, das wackelt aber jetzt hier ziemlich. Ja, und ihr seht's, ne? Die See macht mit dem kleinen Boot, was sie will. Vorne sollte jetzt der Hafen langsam... Aber ich muss mal rausschalten. Ich sehe nichts, weil es ist nämlich auch noch neblig. Ich hoffe, jetzt hier noch gegen eine Mauer knallen. Aber freigeschaltet haben wir jetzt ja. Ja, hier ist noch ein bisschen verdeckt. Aber wo ist jetzt hier der Anleger? Und vor allen Dingen, was können wir in diesem Hafen, ne? Gibt es hier vielleicht schon die erste Mission, die wir machen können, aber Mission können wir nur machen, wenn wir letztendlich da, wir haben es. Wir können mal anlegen, mal gucken, was wir hier alles können. Wir könnten hier tanken, das können wir schon mal tun. Wieder 1000 Pack, den Rumpf reparieren, Schiff kann man nicht, Dings können wir auch nicht. Also wir können hier nur verkaufen, so wie ich das sehe. Da fahren wir direkt wieder raus. Ja. Wir müssen weiter geradeaus auf jeden Fall. Aber wir wollen hier unten die Ecke noch freischalten, nämlich schnell. So, können wir eben schauen, was können wir jetzt hier? Ja, nur verkaufen und Kraftstoff auffüllen. Aber ich sollte jetzt bald alles freigeschalten haben und wir können mal gucken, 15 Stunden, da können wir schon langsam dahin machen, dass wir wieder die Leinen reinholen. Ja, so ist es am Anfang. Etwas träge und wir müssen ja noch das Fischerhandwerk lernen. So, ich denke mal, jetzt sollte ich alles aufgedeckt haben. Ich drehe mich denn. Dann setzen wir Kurs auf unsere erste Linie. So, machen wir das so. So. Und rechts dran vorbei. So. So, Schnellstart und dann schätze ich mal, sollten wir... Da ist schon grün, das ist schon mal sehr gut. Blau meine ich, dann können wir jetzt schon reinholen direkt. Es wird nicht viel dran sein, aber wir versuchen mit diesen drei Leinen hier unser Schiff voll zu bekommen, aber ich wage es zu bezweifeln, denn unser Auswurf war eher schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da haben wir jetzt nicht effektiv genug gearbeitet. Wir reden hier die ganze Zeit von Effektivität und... What? Ja, da war ich ein bisschen zu schnell. Das macht nichts, dann fahren wir rückwärts. So. Na, schauen wir mal, was wir dran haben. Perfekt. Perfekt, sehr gut. Aber nur gut. Der war nur okay, oh Mann. Rotbarsch. Wie gesagt, beim Rotbarsch müssen wir aufpassen. Da sind, dürfen wir nicht so viel von rausziehen. Der war wieder gut.
auch nur gut. Oh Mann, oh Mann. Der war wieder perfekt. Der war gar nichts. Der war geträumt. Wieder perfekt, wunderbar. Aber ihr seht, wir haben ja mit Makrelen, glaube ich, geangelt. Wir haben wenig Rotbarsch dran, ne? So, zack. Die See ist ruhig, wir wollen direkt ausnehmen, ganz klar. Zack. Komm, lass uns mal schnell hier ausnehmen. Na, na. Das war nicht so gut. Ja, geht so. Oh, meine Maus heute ist aber... Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich hier ausnehme, ne, das Ding geht automatisch nach unten und nach oben und man muss immer die Maus richtig wieder drücken. So, jetzt aber, komm. Jetzt haben wir ein paar gute ausgenommen. Verlassen, so, dann schauen wir mal, wie viel haben wir drin im Schiff. Kriegen wir jetzt noch eine Line rein oder eher nicht? Das ist jetzt die Frage. Wo sind wir hier? Ne, das dauert noch was. Dann gehen wir erst verkaufen. Zack, und hierhin bitte. So, komm, gib Gummi. Und verkaufen wir schnell. Und ihr merkt, wie träge das Schiff ist, ne? Also wir kriegen es noch nicht gedrückt und gedreht. Aber jetzt, wenn wir verkauft haben, haben wir wieder mehr Geld und dann können wir wieder stärkeren Motor einbauen und so weiter und so fort. Komm, ich möchte nur verkaufen und dann direkt wieder raus. So. Verkaufen. Zack, und direkt wieder raus. Oh, zack, das war die Hülle. Da haben wir gepennt. Da haben wir wirklich gepennt. So, raus hier. Sobald man hier diese Fläche verlassen hat, kann man dann, wie gesagt, wieder Autoreise machen oder die Schnellreise. Später mit dem großen Freeze-Troller brauchen wir das nicht mehr. So, wo sind denn jetzt hier unsere Leinen? Was ist denn mit dir? Du bist doch jetzt garantiert fertig. Zack. Und von wo kommen wir? Ja, hier hin. Zack, reisen und blau. Sehr gut. Also das haben wir schon mal im Griff. Wir haben... Ah, jetzt ist es schon grün. Ich wollte gerade sagen, wir haben es im Griff. Allerdings, seht ihr, haben wir schon den besten Zeitpunkt verpasst wieder. Mal schauen mal, was wir jetzt hier rausholen. Also nicht wirklich viel. Ja, wir möchten. Und los geht's. Na. Perfekt, das war perfekt. Aber ihr seht, wir haben hier so gut wie keine Fische rausgeholt, weil hier einfach kein Fisch vorkommen ist. Wir haben zu früh rausgeschmissen gehabt, das war uns ja bewusst. Und wir machen richtig miese. Zack, das war es schon. Seht ihr, also so viel haben wir gar nicht rausgeholt. Da hätten wir es im Schneiden besser machen müssen, aber ja, das Schneiden ist gar nicht so einfach. Der war schon mal sehr gut. So, kommen jetzt den hier auch noch wunderbar ein. Na, da rutscht mir das Messer wieder ab. Der ist wieder perfekt. So, wir haben nicht viel. Das heißt, also wir können die letzte Leine auch noch reinholen, ohne Verlust zu haben, weil manche holen jetzt die Leine rein. Und da kann man schon direkt hindüsen. Die wird aber auch nur wieder... Ne, die kriegen wir noch mal... Ne, grün. Schade, schade.
gucken wir mal. Da hinten sind sie, ich sehe sie schon. Wir könnten jetzt rein theoretisch Untersuchdichtern machen, aber ich habe sie schon gesehen. Tja, da hätte ich mir gewünscht, dass wir hier das besser hinbekommen. Allerdings ist das nicht viel Ausbeute. Wir werden bei 100.000 sein und dann wollen wir ja wieder hier unsere Tonnen erhöhen. Und wir haben ausgenommenen Fisch mal gerade 1,5 Tonnen. Das ist nichts, ne, Freunde? Also so werden wir nicht reich. Aber ich mag das ja. Ich mag den Random-Effekt nicht, dass jeder immer das Gleiche hat und man kann sagen, da und da sitzen die Fische. Das ist hier wirklich sehr, sehr random. Hier ist wieder mehr dran. Hier werden wir wieder mehr Glück haben. Ihr seht, hier sind jetzt 9 Fische auf der Linie. Oder auf der Line. Aber dafür treffen wir jetzt nicht richtig. Was meint ihr, was das für eine Arbeit wird, wenn wir erst die Leute trainieren müssen? Unsere Crew später, die muss ja auch trainieren. Da wird vieles, oft werden die daneben hauen. Wir müssen gucken, ob wir da gute Crew-Leute bekommen überhaupt. So, und der letzte. Den nochmal perfekt, wunderbar. Die See ist, glaube ich, noch ruhig. Wir können ausnehmen. Ja. Sehr gut. Das erhöht unseren Verkauf, sag ich mal. Langsam. Wunderbar. Da muss man höllisch aufpassen halt. Ihr seht, manchmal klappt das, manchmal klappt es nicht. Das ist wirklich wie verhext. Einen haben wir vergessen. Gut. Das rettet uns jetzt so ein bisschen den Fang. Wir werden voll sein. Ne, nicht ganz voll. Ihr seht da aber... Naja, besser als nichts. Wir gehen verkaufen. Ja, wir gehen da hinten verkaufen. Zack. Zack. Da muss man immer so zack. Dahin und dann da vorne hin. So, dann fahr mal ab. Wir müssen auf jeden Fall tanken. Das kostet uns wieder richtig Geld. Dann müssen wir mal schauen, was uns der ganze Spaß jetzt hier wieder kostet. Reparieren müssen. Wir sind ja wohl vorgeklatscht, ne? Also, so viel Kohle haben wir nicht gemacht, Freunde. Ah, es geht. 107. Einnahmen 34.000 und einmal 11.000. Ja, okay. Ja, wir lassen uns mal ranziehen. Wir müssen auf jeden Fall unser Treibstoff auffüllen. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist der Rumpf. Dann müssen wir auf jeden Fall wieder unsere Leinen bestücken fürs nächste Mal, wenn wir rausfahren. Beziehungsweise wollen wir ein Upgrade, da komme ich später zu. Ich will erstmal meine Leinen machen. So, 500 habe ich gesagt. Wir müssen das anders machen, ne? Ich muss eben sagen, fischen gehen, ja. Wir müssen mal eben unsere Quote schauen. Wir haben Kabeljau. Kabeljau haben wir noch gar keinen gefangen. Dann können wir uns mal dem Kabeljau widmen. Kabeljau. Kabeljau ist dieser hier. Das heißt... Womit fange ich denn Kabeljau? Da müssen wir mal gucken. Kabeljau müsste blau sein, ne? Jetzt richtig, was ich erzählt habe. Jetzt muss ich noch mal gucken. Kabeljau. Kabeljau ist braun, so bräunlich, ne? Ja. Und der Pollack war silber. Schellfisch. Den bräunlichen brauchen wir. Okay. Also. Kaufen. Dann ist das Kabeljau. Steht ja eigentlich auch dran, aber.
Kabeljau. So, was hat Kabeljau? Ist blau. Womit fangen wir am besten? Mit Schrimps. Mit Schrimps ran. Schrimps ran an der 500er. Machen wir hier nochmal Kabeljau. Zack. Also ich denke, das reicht an Lines. Wir können natürlich welche mitnehmen, aber naja. Wir haben 96.000. Wir können Upgrades wagen. Sollen wir für 42.000, wäre die Hälfte wieder weg. Oder sollen wir lieber mehr PS? Ich würde sagen Storage-Erweiterung. Wir trauen uns was. Zack. Dann haben wir das jetzt gemacht. Soll ich die 30.000 investieren? Nee, ich glaube nicht, oder? Da hätten wir 3 Horsepower mehr. Und den 5er drin. In der Endgeschwindigkeit wird sich nicht mehr viel tun. Also da wird sich auf jeden Fall nicht mehr viel tun. Ein Mast können wir noch draufsetzen. Komm, den nächsten Mast setzen wir drauf. Ist zwar nur Kosmetik, aber es soll ja auch ein bisschen schön aussehen. Wir lassen das jetzt erstmal. Ich habe immer gerne auf Reserve. Und in der nächsten Folge, Freunde, gehen wir dann auf Kabeljau. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss, ciao und bye bye.